Ein Mädchen, das sich in einen Alien verliebt? Nano, bleib da! Ich liebe dich! Und dann völlig den Verstand verliert? Führe mich, himmlische Kraft! Führe mich zu meinem geliebten Nano! Ein Cousin, der andauernd nur beleidigt? Kann es sein, dass dieser Nano dir dein Hirn komplett weg... Und die beste schauspielerische Leistung aller Zeiten? Oh, also hier soll ein UFO landen. Der Parkplatz kann nicht für Kunden benutzt werden heute. Wo gibt es all das und noch viel mehr? Natürlich bei Hilf mir, dem besten, schlechtesten Ratgeberformat, das jemals im deutschen Fernsehen lief. Und damit du dir diese Folge nicht selbst angucken musst und dabei wahrscheinlich vollständig den Verstand verlieren, übernehme ich das für dich. Und schon der Anfang dieser Hilf mir-Episode ist komplett durchgeknallt. Ich bin Nano und ich komme vom Planeten X2D. Was? Warum sieht dieser Alien so bescheuert aus? Warum hat er eine Taschenlampe dabei? Warum schmeißt das Mädchen ihn nicht sofort raus? Warum haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, sein gesamtes Gesicht zu verdecken? Und was ist das für eine bescheuerte Brille? Wie nicht anders zu erwarten, wird dann keine dieser Fragen auch nur im Ansatz beantwortet. Und stattdessen haben das Mädchen und der Alien dann einfach mal Sex. Wie wunderschön du bist. Wir werden ewig zusammen. Wir sind ganz bald vereint. Ja, das hat bestimmt mega Spaß gemacht. Insbesondere, weil der Typ ja auch nicht ein komplettes blaues Ganzkörperkondom trägt. Aber scheinbar spielt das überhaupt keine Rolle, denn die beiden verlieben sich einfach direkt mal ineinander. Nano, bleib da! Ich liebe dich! Geh nicht! Ich liebe dich! Ja, 2 Minuten angezogener Scheinsex und ungefähr 4 Sätze Dialog. So habe ich meine Freundin auch kennengelernt. Am nächsten Morgen denkt das Mädchen dann aber nicht etwa, dass es irgendwie geträumt hat oder eine ernsthafte psychische Störung, sondern dass dieser komische Nano tatsächlich existiert und beginnt ihn dann erstmal zu suchen. Und was ist natürlich der mit Abstand logischste Platz, um so einen Alien zu suchen, der letzte Nacht noch im eigenen Bett war? Na klar, der hier! Nachdem sie ihn dann dort aber nicht finden kann, was für eine unglaubliche Überraschung, erzählt sie erstmal ihrem Cousin Felix davon, der auch gleichzeitig ihr WG-Partner ist und mit dem zusammen sie irgendwie in einer riesengroßen 17-Zimmer-Wohnung wohnt. Mein Trauma Nano wird mich abholen kommen und wir werden zusammen eine Familie gründen auf dem Planeten X2E. Der ist dann allerdings gar nicht so einfühlsam. Kann es sein, dass dieser Nano dir dein Hirn komplett weg... Das hält Bernie, so heißt das Mädchen übrigens, allerdings nicht davon ab, weiter an Nano zu glauben und ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu suchen. Da? Ja, wer von euch das zufälligerweise nicht wissen sollte, blaue Aliens mit beschissenen Brillen halten sich üblicherweise gerne vor Metzgereien auf. Als Bernie dann längst nach Hause kommt, stellt ihr Cousin Felix ihr eine relativ intelligente Frage. Und ja, ich glaube, das bleibt die einzig intelligente Frage in dieser ganzen Hilf mir-Episode. Und zwar fragte sie, warum dieser komische Alien sie denn nicht irgendwie kontaktiert, wenn er schon selbst nicht kommen kann. Wir sind doch wissenschaftlich schon viel weiterentwickelt als wir. Ich meine, Nano war es auch möglich, auf die Erde zu kommen und mich zu finden. Also er kann sie nicht kontaktieren, weil die Aliens irgendwie höher entwickelt sind. Hä? Bernies Mutter zeigt dann aber immerhin deutlich mehr Verständnis, denn der erzählt Bernie zwar nicht, dass sie jetzt mit einem Alien zusammen ist, aber dass sie einen Typen, den sie nur einmal ganz kurz gesehen hat, irgendwie heiraten möchte, was ihre Mutter zu dieser interessanten Aussage führt. Ach, aber das ist ja wirklich romantisch und altmodisch, aber schön. Ja, altmodisch, das haben früher wirklich alle so gemacht. Schnell ein blaues Kondom drüber, 2 Minuten Sex haben und bam, verheiratet. Und die Mutter beginnt dann auch schon mal wild, die Hochzeit zu planen. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, wenn der zu uns kommt, also wenn der zu mir mal kommt mit der Bernie, dass ich natürlich blaue Servietten besorge, weil dass er sich gleich wohlfühlt. Ja, blaue Servietten, das wird bestimmt helfen. Bernie verliert währenddessen immer mehr ihren Verstand und hat sich jetzt auch so eine komische Brille besorgt. Sorry, ich meine natürlich eine intergalaktische Brille. Nein, ich sehe zum allerersten Mal klar, deshalb auch die intergalaktische Brille. Ihren Cousin kann die Brille allerdings nicht überzeugen und er zeigt direkt nochmal sein ganzes Einfühlungsvermögen. Das kann doch alles nicht dein Ernst sein. Wie bescheuert bist du denn eigentlich? Es gibt keine Außerirdischen, genauso wenig wie es den Weihnachtsmann oder die Osterhasen gibt. Was? Es gibt keinen Weihnachtsmann? Aber auch das ist Bernie wieder völlig egal. Und sie überlegt sich eine neue Taktik, um Nano ein zweites Mal in ihr Schlafzimmer zu locken. Die 25-Jährige interessiert nicht, was die anderen sagen. Denn sie will nur eins. Mit Nano wieder zusammen sein. Hat sie da gerade ein Höschen auf ihre Fensterbank gelegt? Bruder, muss los. Aber wenigstens hier beweist ihr Cousin Felix, dass er eigentlich doch kein so übler Typ ist. Und tut das, was jedermann tun würde, wenn er eine Verwandte in Dessous erwischt. Er macht ein paar Fotos. Das ist echt das Geilste, was ich je gesehen habe. Nachdem Nano allerdings erneut nicht auftaucht, wird Bernie immer verzweifelter und fängt jetzt auch noch an, auf der Arbeit irgendwelche komischen Dinge zu machen. Was ihr Chef, der irgendwie so aussieht, als würde er schon seit 34 Jahren Bodybuilding machen, irgendwie nicht so cool findet. Das geht ja gar nicht. Das will ich überhaupt nicht nochmal erleben. Das wollen Felix und Bernies Freundin bei der Arbeit sich dann aber nicht weiter angucken und schmieden gemeinsam einen Plan.
habe. Ich habe doch schon so eine Idee, wie wir sie so richtig verarschen können. Vielleicht können wir ihr so die Augen oder gleich das ganze Gehirn öffnen. Vielleicht schnallt sie dann mal, dass Nano nicht existiert. Dieser geheime Plan kommt dann allerdings nie wieder so richtig vor, was irgendwie auch nur wieder zeigt, wie unglaublich schlecht diese Hilf-mir-Drehbücher sind. Und stattdessen kommt eine dieser merkwürdigen Hilf-mir-Expertinnen zu Bord. Bernie überspannt den Bogen. Langsam wird ihr Glaube an Nano und die gemeinsame Zukunft wirklich zwanghaft. Ja, hallo, ich bin der total wahnsinnig gute Experte Onion Dog, der natürlich nicht zum ersten Mal vor einer Kamera sitzt und einen total auswendig gelernten Text leierig vorliest, sondern total spontan richtig gute Hinweise gibt. Und wer jetzt eventuell denken sollte, verrückter geht's ja nicht mehr. Doch, es wird noch schlimmer. Zunächst meint Bernie nämlich auf irgendeiner alten CD eine geheime Nachricht von Nano entdeckt zu haben. Nano. Nano. Und dann legt sie sich draußen in blauen Klamotten einfach auf den Boden, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie weggebeamt wird oder so. Das würde ich mir übrigens auch gerade wünschen. Führe mich, himmlische Kraft! Führe mich zu meinem geliebten Nano! Lass mich deine Präsenz spüren! Doch dann hat sie endlich den rettenden Einfall. Denn was hilft immer, wenn man unglücklich verliebt ist und den Verliebten nicht einmal irgendwie erreichen kann? Richtig, sein Zimmer umdekorieren. Blaue Deko muss her. Denn wenn Nano endlich wiederkommt, soll er sich bei ihr wohlfühlen. Haben die da echt diesen armen Gartenzwerg umlackiert? Und das auch noch so schlecht, dass man da unten die Farbe durchsehen kann? Oh, wow. Um seine Cousine zur Vernunft zu bringen, hat Felix dann allerdings schon wieder eine neue dumme Idee. Er will der 25-Jährigen endlich die Augen öffnen. Mit einem angeblichen Liebesgruß von Alien Nano. Wie zum Teufel soll denn bitte ein blauer Delfin-Dildo, und ja, es ist wirklich ein Delfin-Dildo, denn jetzt irgendwie helfen? Den hat er dir bestimmt für deine feuchten Träume hingelegt, oder? Echt? Meinst du? Denkst du, er spürt mich, wenn ich diesen Transmitter benutze? Transmitter ist auch ein spannendes Wort dafür. Ob das vielleicht in einem Club als Anmachspruch funktioniert? Hey du, darf ich dir mal meinen Transmitter in dein Kommunikationsinterface stecken? Das hält Bernie allerdings noch immer nicht davon ab, weiter nach Nano zu suchen. Aber wartet mal, heißt die eigentlich wirklich Bernie? Denn die komische Expertin sagt plötzlich das hier. Für Bernie. Und dann ungelogen einen Satz später das hier. Denn Bernie... Alter, wo casten die diese Leute? Naja gut, jedenfalls wickelt sich Bernie oder Bernie dann einfach mal Alufolie um eine Zahnbürste, hält sie in den Himmel und denkt, das hilft irgendwie. Ich habe eine Verbindung gefunden. Jetzt können wir uns wiederfinden. Ich bin bereit. Und als das dann irgendwie auch wieder nicht funktioniert, rennt sie plötzlich zu einem Parkplatz und will den absperren. Und nein, ich habe auch keine Ahnung warum. Jedenfalls gibt es dabei diese schauspielerische Höchstleistung. Und ganz ehrlich, wenn der Typ in der blauen Jacke dieses Jahr nicht den Oscar bekommt, bin ich wirklich enttäuscht. Haben Sie was genommen? Nein, aber hören Sie auf, sich lustig zu machen und fahren Sie endlich Ihr Auto weg. Lassen Sie meinen Arm los. Wie schauen sie überhaupt aus? In der Zwischenzeit hat Bernies Mutter aber immerhin auch mitbekommen, dass da irgendwas schief läuft. Und das, obwohl sie Felix eigentlich am Anfang nicht glauben wollte und auch Bernies Verkleidung offensichtlich noch relativ normal fand. Aber als sie das hier wahrgenommen hat, konnte sie dann natürlich nicht mehr anders. Oh Gott. Ja, eine Kleenex-Packung mit Sternen drauf. Das ist der eindeutige Beweis für Verrücktheit. Währenddessen fragt sich dann natürlich auch der Ladenbesitzer, dem der Parkplatz gehört, was Bernie da eigentlich so genau treibt und geht raus, um sie mal zur Rede zu stellen. Oh, also hier soll ein UFO landen. Der Parkplatz kann nicht für Kunden benutzt werden heute. Und weil der irgendwie total einfühlsam und verständnisvoll ist, sperrt dann Bernie nicht sofort in die nächste Gummizelle, leider, sondern ruft ihre Mutter an. Und schaut mal, wie er dabei die Nummer eingibt. Oh, wartet mal kurz, ich muss mal jemanden anrufen. Bernies Mutter kommt dann auch tatsächlich und will ihrer Tochter jetzt endgültig helfen. Die hat allerdings noch schnell einen weiteren Nervenzusammenbruch. Ich bin nicht verrückt. Nano! Schließlich schafft sie es dann aber irgendwie, Bernie zur Vernunft zu bringen und zu einer Therapie zu überreden, was unsere Hilf-mir-Expertin zu dieser völlig freigesprochenen schauspielerischen Höchstleistung animiert. Toll, Bernies Mutter reagiert genau richtig. Danke, Expertin, das hast du wirklich super gesagt. Bernie jedenfalls geht dann immer brav zu ihrer Therapie und 4 Monate später... Bernie hat begriffen, dass Nano nicht existiert. Mit Helge hat sie einen echten menschlichen Partner gefunden, der für sie da ist. Wie schön. Gut, das war's dann auch schon wieder mit dieser ersten Episode von Hilf mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sollte das so sein, dann tu mir doch einfach einen großen Gefallen und teile das Video irgendwo, ganz egal ob bei Twitter, Instagram, WhatsApp oder wo auch immer. Und vergiss natürlich auch bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, denn sonst bist du schuld am Klimawandel. Ho, ho, ho. So, ihr ungezogenen Kinder, dann will ich euch mal erklären, was ihr hier machen könnt, damit ihr nicht die Route zu spüren bekommt. Also da oben findet ihr ein weiteres Video, das der YouTube-Algorithmus extra nur für euch ausgesucht hat. Und da unten ist die Playlist mit allen Hilf-mir-Videos. Wobei da natürlich im Moment nur ein Video drin ist, aber das wird sich bestimmt bald ändern. Und da ist der überaus kostenlose und wichtige Abo-Button. Dann sehen wir uns am 24. Dezember wieder. Tschüss.